Jetzt hat es im Hörfunk ein kleines Jubiläum gegeben und da hat die Jugend ein kleines Ständchen gebracht. 20 Jahre Notenschlüssel unseres Kinderfunks. Jahre Notenschlüssel, ein Jubiläum, das die Schüler des Münchner Maximilians-Gymnasiums zu einem ungewöhnlichen Ständchen inspirierte. Als Überraschung für Helene Stephan, die diese Musikreihe für Kinder von 7 bis 14 von Anfang an betreut hat. Dazu gehört die Auswahl von Themen und Autoren und so gibt es inzwischen 400 Sendungen der beliebten Hörfunkreihe. Notenschlüssel, 20 Jahre schon. Frau Stephan von der Redaktion. Zum Geburtstag alles Gute wünschen wir. Für Jungs von Neko mit diesem Lied hier. Und natürlich gilt die Gratulation auch den beiden wichtigsten Mitarbeitern, Professor Max Frei und Alexander von Schlippe. In all den Jahren ist aus ihren Ideen eine bunte Themenvielfalt entstanden. Zur klassischen Musik kamen Sendungen über Jazz, Pop, Rock oder Kirchenmusik, über verschiedene Instrumente oder berühmte Komponisten. Auch der eigens komponierte Notenschlüsselsong wird Teil einer Studioproduktion. Geplant hat sie die Musiklehrerin Barbara Haas. Willkommene Gelegenheit für die Schüler, sich durch Fragen an die Programmverantwortlichen über die Arbeit an ihrer Lieblingssendung zu informieren. Also 20 Jahre sind eine sehr lange Zeit und vor allem, wenn man sich überlegt, dass solche Sendungen für Kinder gedacht sind und eine Generation Kinder geht ja viel schneller vorbei als eine Lebensgeneration, dann kann man sich schon überlegen, dass das circa 4 bis 5 Generationen sind, die diese Sendungen gehört haben. Der Anfang war natürlich nicht leicht, weil man ja seine Erfahrungen erst sammeln musste, aber im Laufe der Zeit haben wir es gelernt, die Anzahl der Mitarbeiter wurde größer. Und es wurde etwas vielfältiger als natürlich so im ersten 1 bis 2 Jahre. Da hat man sich noch so etwas vorsichtig hingetastet. Frau Stephan, ist es auch mal passiert, dass das Ergebnis einer Idee dann doch nicht so gut war nach der Sendung, wie Sie sich das vorher vorgestellt hatten? Oh ja, das kann sogar sehr leicht passieren, wenn ein Autor vergisst, dass es mit jungen Leuten zu tun hat und von dem Thema vielleicht begeistert ist oder dann einfach viel zu hoch schreibt und viel zu viel hineinpackt. Also ich lege Wert darauf, dass man ohne, dass man nach einem Lehrplan geht, jungen Leuten die Musik nahe bringt. Ein bisschen auf spielerische Weise. Also nicht, dass man sagt, so, das müsst ihr jetzt lernen und jetzt müsst ihr fürchterlich aufpassen, sondern einfach so, dass die interessiert werden vom Thema, dass auch der Anfang schon so ist, dass man zuhört und dann sagt, jetzt möchte ich wissen, wie es weitergeht. Ich habe auch oft Zuschriften gekriegt. Also ich bin zwar 80, aber ich gehöre zu ihren Kinderfunkhörerinnen. Und dann kamen also manchmal Fragen oder der Wunsch nach Wiederholungen. Und auch die Musiklehrer haben sehr viel zugehört und haben sich Anregungen für ihren Unterricht geholt. Und da kamen eben manchmal auch die Anrufe, ich bitte Sie wiederholen, dass mir ist mein Tonbandgerät kaputt gegangen. Ich habe die Sendung nicht ganz draufgekriegt. Frau Stephan, war es nicht schwierig, Woche für Woche einen neuen Notenschlüssel zu produzieren? Also zuerst bin ich schon manchmal da gesessen mit gesträubten Haaren und dachte mir, mein Gott, was soll ich jetzt... Wie machen wir es weiter? Und da bin ich zum Kinderfunk gegangen und habe gesagt, liebe Leute, ich habe jetzt so ziemlich alles, über alles geredet, was man reden kann. Jetzt lassen wir es doch und machen wir lieber was anderes. Und da hat mich der inzwischen damalige also Leiter des Kinderfunks, der Herr Simon, hat gesagt, Sie lassen es mich jetzt bitte nicht mitten im Jahr sitzen, machen es das Jahr noch zu Ende und dann sehen wir weiter. Und dann kam was ganz Komisches. Ich habe also mein Jahr zu Ende gemacht und plötzlich habe ich Themen wieder vor mir liegen gehabt, die ich mir immer so ein bisschen in eine Mappe reingelegt habe. Und seitdem sind die Themen nicht ausgegangen. Eine Tatsache, die die vielen Fans des Notenschlüssel in den letzten 20 Jahren durchaus zu schätzen wussten.